willkommen in meinem Workshop-Haus. Heute habe ich mal ein Tutorial für euch für die Schublade, für das Gnetby-Regal. Ich habe bisher nirgends was gefunden, irgendwelche Maße oder wie man eine Anleitung, wie man die fertig machen kann. Und habe selber vier Regale mit einigen Fächern, die leer sind. Und die mit diesen Schubladen zu füllen, ist sehr gut, weil da passen ganz viele Washi-Tapes rein. Die kann man sehr gut unterbringen, kann ich euch mal eben zeigen. Ich hole mal eben eine. Hier seht ihr das. Da passen die Washi-Tapes perfekt rein. Und deshalb möchte ich euch mit euch heute diese Schublade basteln. Ihr benötigt dafür 2 mm Graupappe. Diese ist ganz oft, hier habe ich immer so ein Reststück, bei dem Glitzerpapier bei uns. Bei dem Glitzerpapier, bei dem Silber- oder Goldpapier, bei der Folie. Das kann man dafür sehr gut nehmen. Habe ich dafür auch genommen. So, und ich habe das dann zugeschnitten. Allerdings muss ich sagen, ich habe es mit meinem Messer zugeschnitten. Und da geht das mit der Pappe doch ein bisschen besser. Dieses Teil ist, ihr bekommt alle von mir, per PDF könnt ihr euch runterladen, diese Maßangabe. Das ist dieses mit der Graupappe. Ich habe es jetzt ausgeschnitten. Dieses hier ist 15,6 x 14,6. Dann habe ich zwei Stücke, also die Stücke sind immer 5 cm breit. Das ist 2 x 15 cm. Und 2 x 15,6 kann ich euch zeigen, warum. Diese ungleichmäßigen Schneidungen, das fällt nachher gar nicht auf. Das ist nicht weiter schlimm. So, hier habe ich zwei verschiedene Graupappen genommen, aber die Stärke ist gleich, deswegen sieht man das. So, hier 15,6 ist identisch, schließt bündig ab. So, und hier ist jetzt 15. Das heißt, wenn dieses nach oben kommt, steht das unten und wird nur dagegen gemacht. Auf der anderen Seite auch und somit ist das immer, diese 2 mm von der Pappe, die musste ich hier mit zurechnen. So, wollen wir mal anfangen? Ich fange jetzt mal an. Was ihr noch benötigt ist Klebeband. Ich habe hier dieses ganz normale Abreißklebeband genommen. Das ist jetzt schwarz. Das gibt es herkömmlich in Grau. Das könnt ihr nehmen, weil diese Box wird eigentlich nur geklebt. Die hält, die ist wirklich stabil, seht ihr auch, und hält mit dem Kleber zusammen. So, dann braucht ihr doppelseitiges Klebeband, eine Schere, unser Lochwerkzeug, ein Falzbeil und dann als Deko braucht ihr ein Blatt Dekopapier 12x12 Zoll. Das ist 30,5 x 30,5. Das hier ist für innen. Das habe ich 14 x 15 geschnitten. Und hier habe ich immer, da die Box 5 cm hoch ist und ich hier immer so ein etwas von dem nicht ganz bündig bin, weil sonst geht das beim Rein- und Rausschieben kaputt. So, daher habe ich jeweils oben und unten 1 mm weniger, das heißt 4,8 und habe das der Länge nach von dem Designerpapier geschnitten. Diese beiden, das wird nachher einmal, das seht ihr auch, ringsrum gemacht. Und dann braucht ihr nachher noch ein kleines Reststück. Deswegen habe ich hier noch ein kleines Stück da. Das Ganze braucht ihr aber nicht. So, dann wollen wir mal anfangen. Ich mache mit meinem schwarzen weiter. Hierbei muss ich sagen, das ist 3 cm breit. Das normale ist 5 cm breit. Das ist aber egal, welches ihr jetzt nehmt. Also ich nehme jetzt, ich mache dieses schwarze jetzt weiter, weil ich habe vier, das ist jetzt die vierte Schublade, die ich mache. Und das in einem Gnetby-Regal und das sieht dann ein bisschen blöd aus, wenn ich dann nachher, wenn man auf Grau guckt, weil ich das jetzt hier alles in Schwarz habe. So, machen wir jetzt. Das ist der Boden. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal mit dem Boden an. Machen ein bisschen von dem Abreißklebeband und kleben den halben Boden drauf. Fest, dann eben abschneiden. Bündig. Und jetzt seht ihr gleich, dass ich das dagegen stelle. Eben gerade machen und bündig. So, bündig dagegen stellen und dann das Klebeband von der Mitte nach außen hoch machen.
Dasselbe machen wir einmal ringsherum. Erstmal die beiden gegenüberliegenden Seiten. So, das ist ein bisschen Fingerfertigkeit, aber das ist ja mittlerweile meine vierte Schublade. Daher ist das jetzt nicht ganz so, für mich nicht ganz so dramatisch. Ihr braucht ein bisschen Übung da drin, aber ich denke mal, ihr werdet mit Sicherheit auch mehr als eine machen. Weil jeder, der ein Knetby-Regal hat und die Stamming Up Stempelsets da reinpackt, der hat irgendwo vier Plätze frei, dann zumindest bei einem oder zwei bei einem Regal. Ich habe 5 Regale. So, das sind die beiden. Das schneide ich jetzt nochmal eben bündig ab. Weil sonst stört das gleich. Okay, so, andere Seite. Wie gesagt, immer, da habe ich jetzt nicht weit genug gemacht. Aber das fällt jetzt gleich nicht auf, das sehen wir gleich, dass das funktioniert. So, andere Seite. Das kann man auch abreißen, das Klebeband, aber ich nehme es lieber, ich schneide es lieber, weil das ist ein sauberer Abschluss dann. Jetzt hänge ich hier fest. Abschneiden. So, und wieder hier. So, jetzt könnt ihr gleich sehen, warum die 2 mm mehr. Auch wenn das ein bisschen schief ist oder uneben oder irgendetwas, das gefällt mir nicht. Ich muss das jetzt nochmal eben. So. Das ist mir zu lose gewesen. Somit habe ich das nochmal. Wie es denn so ist, ne? Beim Zusammenbauen. Das ist jetzt wieder der Vorführeffekt. Und damit das jetzt hält, mache ich hier nochmal eben ein kleines Stück ringsrum. Wie gesagt, das wird genug geklebt, das Regal, und somit ist das dann auch überhaupt nicht das Problem. So. So. Glatt machen, weil da kommt ja nachher noch Dekopapier drauf. Hier mache ich jetzt auch noch mal ein kleines Stück rum. Um die Ecke zu stabilisieren, dass sie auch wirklich so bleibt, wie sie soll. So. Da sieht man das schon. Dazu könnt ihr jetzt auch, wenn ihr möchtet, einen Falzball nehmen. So, weiter. Dann kommt die andere Seite, wenn das Papier nicht klebt. Jetzt klebt das Papier in meine Finger. Also ich lege das immer so rauf, dass es so ungefähr die Hälfte unten am Boden und die andere Hälfte oben dann ist. So. Jetzt kommt das letzte. Dann haben wir unser Grundgerüst für die Schublade schon mal. Seht ihr, das passt. Schon mal fertig. Und auch hier mache ich jetzt gleich wieder ein Stück rum, dass sich das so ein bisschen das hält. Seite. Hier müsst ihr ein bisschen drauf achten. Das ist jetzt innenliegend. Hier sind die Seiten. So. Passt. Gut. Was ich
ich jetzt mache, von innen, stabilisiere ich dieses von innen die Boxen. Dann mache ich das, halbiere ich das und packe es dann rein. Wenn das nicht ganz, ganz am Rand ist, ist es nicht ganz so schlimm. Da kommt ihr gleich noch von der anderen Seite an allen vier Ecken. Also diese Box hält nachher alleine schon durchs Klebeband. Na, das will jetzt nicht. Ja. Schön in die Ecke rein. Kommt das nächste. So ungefähr ranhalten. Ein bisschen weniger ist es auch nicht schlimm. So. Der mit dem Falzbein. Wichtig mit dem Falzbein, ihr müsst genau in die Ecke rein. Deswegen, das war jetzt nicht gut. Deswegen nehme ich das Falzbein. Und drücke es, bevor ich das richtig andrücke, erstmal in die Ecke rein. Hier unten fällt das nicht auf, wenn da so ein bisschen, wenn da wirklich mal eine Falte ist, weil da kommt nachher das Designerpapier rein, das deckt das dann ab. Wichtig sind nur die Maße für die Pappe selber. Die muss relativ genau sein. Alles andere kann man ein bisschen kaschieren. Klebt gut, das Zeug. Und das kriegt ihr mittlerweile auch in jedem Baumarkt. Der will nicht. Wenn man da so ein bisschen schief ansetzt, dann will das immer nicht. Das habe ich jetzt ein bisschen. Naja, gut. Geht man gerade noch. Ein bisschen sehr knapp, aber okay. Auch das geht noch. Nächste. Und dann kommt gleich schon das Deko für oben. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich das jetzt am besten mache. Rein. So, das haben wir. Gut. Was ich jetzt noch mache, ich mache jetzt von oben ringsrum, um diesen Abschluss zu kriegen. Noch einmal. Dann sieht man von oben die Pappe nicht mehr. Deswegen sehe ich jetzt versteht ihr bestimmt auch, warum ich sage, das hält nachher alleine schon durch den Kleber. So. Kleberroller will weg. So, dadurch, dass ich das einschlage nach innen und außen ja noch schon die Deko rumkommt, mache ich natürlich so wenig wie möglich hier oben. Das sind jetzt vielleicht 10 cm wenn. So, dann muss erstmal oben. Ja. Von innen muss ich gleich sowieso noch mal eben einmal rum. Also ich habe jetzt eine Rolle von dem schwarzen für 4 Boxen. Mehr hält die nicht. Aber ich habe auch viel Kleber genommen. Muss ich dazu sagen. So. Im Prinzip wird diese Box nur geklebt. Ich war am Überlegen, das mit diesen Buchbindeleinen zu machen, aber ganz ehrlich, das ist mir dann dafür zu teuer. Diese Rolle ist günstiger. Und sieht genauso gut aus. Huch.
Das nennt sich Abreißklebeband. So. Das haben wir schon mal. Was ich jetzt noch mache, diese Ecken hier, die. Da kommt noch was rum, weil das sieht nicht schön aus. Und dann natürlich die Schneidekante nach oben. So. Da auch. Und da sieht man nachher die Kante. Deswegen hier noch eben rein. Mit dem Klebeband könnt ihr so ein bisschen retuschieren alles. Huch, wo ist das? Ach, da. So, dass das ein bisschen vernünftig ist. Gut, so, dieses Grundgerüst als solches haben wir. Seht ihr auch hier. Da schneide ich das jetzt mal eben ein bisschen ab. Das stört mich. So, jetzt fehlt im Prinzip jetzt nur noch von innen einmal eben einmal ringsrum schwarz. Weil hier kommt ja nur die Deko-Dings, das Dekopapier rein. Und dann sieht es ein bisschen schöner aus, wenn ihr es von innen einheitlich schwarz habt. Da messe ich auch nicht ab, weil das kommt so rein. So. Aber eben, wie gesagt, wieder schön in die Ecke. Und da, wo wir hier aufgehört haben, können wir gleich wieder ansetzen. Ja, dann haben wir gleich die vierte Box, ist gleich fertig. Dann habe ich zumindest meine beiden Regale mit den aktuellen Stempelsets durch. Und ihr könnt endlich mal das Knetby-Regal vervollständigen. Ja. Ihr könnt ihr das alles schön nachher mit einem Falzband noch fertig machen. Ja. Die Seite sieht gut aus. Da brauchen wir eigentlich nichts machen. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch die letzte. Da seht ihr, da ist eine kleine Ecke, aber die kaschiere ich gleich weg und gut ist. Die will nicht, wie gehabt. Ja. So. Hier ist auch noch eine kleine Ecke. Das klebt ganz kräftig, das Zeug. Gut, so, da merkt man schon, alleine durch dieses Kleben ist sie jetzt schon richtig stabil. Was ich mache hier immer nochmal nacharbeiten, dass das auch wirklich schön klebt. So, was wir jetzt brauchen, ist das doppelseitige Klebeband. Weil jetzt kommt ja von außen dann das Designerpapier rum. So, das mache ich. Dreimal mache ich das ringsrum und nicht ganz bis nach oben, weil sonst sieht man das und das soll ja nicht sein. So reicht das völlig. Was ich hier mache ich den ab. So, und mache dann hier nochmal eben
So, weiter. Dann kommt unten. Ihr müsst eben halt aufpassen, diese Box oder diese Schublade ist nicht genau viereckig. Das heißt, die breite Seite ist vorne und die schmale Seite ist die seitlich reingeschoben wird. Das heißt, es ist breiter als tiefer ist. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass ihr euch da nachher mit dem Griff, ach den Griff, das muss ich euch auch noch sagen. Den Griff, das ist so eine Muschel, wie nennt sich die? Der Muschelgriff. Den habe ich im Baumarkt geholt, hier bei uns bei Hornbach, aber ich denke mal, den gibt es in jedem. Da seht ihr das auch. Da kann man von unten dann reingreifen und die rausziehen. Die sind auch nicht teuer, ich glaube 1 Euro, etwas über 1 Euro habe ich dafür bezahlt. Das ist okay. Und wie wir die gleich festmachen, zeige ich euch. So, seht ihr jetzt, ringsrum. Jetzt ziehe ich alle ab. Den Müll weg. So, und jetzt fange ich an. Das ist jetzt die breite Seite. Das heißt, ich fange von der Seite an, das drauf zu kleben. Und dann wirklich so, dass die Ecken auch schön über Eck. Da will er es nicht. Jetzt, was hat zu wollen. So. Bei dem Übergang fürs nächste Papier, da mache ich doppelseitiges Klebeband dran, weil sonst geht euch das ab und das ist nicht so toll. So, und da schaue ich dann immer, dass ich. Wieso ist denn das jetzt schmaler? Ah, da. Vom Muster her, ja, passt nicht ganz. Ist das hier jetzt besser? Auch nicht. Nö, dann ist es egal. Somit nehme ich dann, gehe ich hier weiter. Fällt eh nicht auf, weil das ist eine schmale Seite. So. So, und jetzt seht ihr, was ich meine. Jetzt mache ich hier doppelseitiges Klebeband drauf. Das ab. Na, der will nicht. So, dann packe ich das hier mit drauf. Und da, wo es jetzt ist, da schneide ich das jetzt einmal ab. So. Das ist die Schublade. Das ist Müll. Davon haben wir jetzt genug. So, was ich jetzt mache, ist von innen. Jetzt klebe ich von innen das Designerpapier rein. Da mache ich natürlich auch ringsrum einmal doppelseitiges Klebeband drauf. Weil die Seite auch schön aussieht, aber ich habe alles immer einfarbig. Jede Box zwar eine andere Farbe, aber immer einfarbig und nicht ganz so bunt, wie es hier ist. Das würde da jetzt nicht reinpassen. Und man kann so schön das Designerpapier verwenden, was nicht mehr aktuell im Katalog ist. Weil die Box hat man doch noch ein bisschen länger als jetzt. So, guck mal, das passt. Passt. Na. Eine Box, eine Schubladenbox ohne Schrauben. Das ist auch mal was Nettes. Ja. Mal schauen, dass es auch gerade dran liegt. Ja. So ist es okay. Und jetzt kommt der Muschelgriff. Da sind Schrauben bei, die wir natürlich nicht gebrauchen können. Bei dem Griff müsst ihr darauf achten,
Der wird von unten reingegriffen. So, um den ein bisschen zu fixieren, ja, schmeiße ich alles runter. Muss man eben schauen, ob ihr noch dabei seid. Ja, ihr seid noch bei mir. Nicht, dass das die Fernbedienung für die Kamera fürs Aufnehmen. So, hier mache ich immer so kleine Stücke, weil das hier um die Kurve geht. Das brauchen wir, um den erstmal zu fixieren. Nachher mache ich den mit Brad's Fit fest, richtig fest. Noch an der Schublade. Das sieht man hier von innen. 3 Stück. Und dann kann auch nichts passieren. Diese Schublade ist stabil. Irgendwie will das aber nicht so. Da ist was auf dem Klebeband drauf. Also doppelseitige Klebeband ist gerade für Boxen und sowas richtig gut. Das klebt fürchterlich. So soll es ja auch sein. Aber auch diese Boxen durch dieses Klebeband sind die richtig stabil. Und es passt eine Menge rein. Was ja ganz wichtig ist. Na, der will nicht. Noch ein kleines Stück für den Schluss, was so ein bisschen übersteht nachher, das könnt ihr so reindrücken, das sieht man nicht. So, hier auch. Mal eben schauen, wo ich die Box, wo ich das gemacht habe. Das ist so ein bisschen mittig ist. Man kann es auch genau ausmessen, aber ganz ehrlich, dazu habe ich immer keine Lust. Ja, das sieht gut aus. So, ist jetzt fixiert. Genau. So, und jetzt brauche ich mein Papierlochwerkzeug, um 3 Löcher da rein zu machen. Ah, falsche Seite eigentlich auf, aber okay. Das heißt, ich gehe hier mit ins Loch rein. Drücke durch und das mache ich bei allen 3. Noch mal ein bisschen drehen, weil die Brads doch ein bisschen dicker sind. Da habe ich auch alte Brads genommen, die wir auch leider nicht mehr im Sortiment haben. Aber da kann man eigentlich jeden Brad nehmen. Die gibt es ja nun mittlerweile überall. Wo ihr darauf achten müsst, wenn ihr die reinpackt, dass das seitlich ist, weil das nach Seiten zur Seite hin auf und zu geht. Ja, einer fehlt noch. Und so kann man auch die alten Sachen von Stamping Up gut benutzen. Hier mache ich jetzt noch ein bisschen Deko drauf. Ich habe noch da ein paar, wie nennen sich die? Das sind süße Pünktchen, die gehören auf diesem Brad drauf. So, jetzt habe ich aber die nicht in Grau. Welche Farbe nehme ich denn da? Da hatte ich Türkis. Dann nehme ich jetzt mal Rosa, aber das Helle. Oder, nee, Lila sollte passen. Ja, das ist okay. Die passen da genau drauf, wenn man sie richtig trifft. Und ist ein kleines Highlight. So. Gut, das war jetzt die Schublade. Da passen jetzt meine ganzen gesammelten Werke rein. Schaut mal, und wie gut das passt. Meine süßen Pünktchen kann ich wieder einpacken, weil die sind irgendwann in den Workshops aufgebraucht. So. Hier seht ihr jetzt die fertigen Boxen. Das sind die, wo die Washi-Tapes drin sind. Und ihr seht, 3 Farben. Passt, oder? So, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Einen Daumen hoch finde ich immer sehr schön. Ich habe auch gesehen, es gab schon ein paar Daumen runter. Gut, über Kritik kann man reden.
Wenn jemand irgendwelche besonderen Wünsche haben oder einem das nicht gefällt oder es anders oder besser geht, schreibt es einfach unten in den Kommentaren. Ich bin nicht böse. Das sind immer Sachen, Anregungen dann für mich und ich weiß dann beim nächsten Mal, wie ich es besser machen kann. Diesen Muschelgriff, ich schaue mal, ob ich da einen Link finde online. Dann stelle ich euch die unten in der Shotbox rein. Da könnt ihr dann sehen, was ich genommen habe. Und die Anleitung als PDF, die gibt es dann nachher auf meinem Blog. Adresse steht hier unten. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr macht es zahlreich nach. Mich würde mal interessieren, wenn ihr das nachmacht, ob ihr mir da mal ein paar Bilder schicken könntet. Denn das würde mich doch interessieren. So, nun wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Bleibt kreativ und ganz wichtig, bleibt gesund, was bei diesem Wetter nicht ganz so leicht ist. Tschüss aus Bremerhaven.